Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie ein ZDF-Moderator die Öffentlichkeit belügt und den öffentlich-rechtlichen Auftrag der Neutralität völlig offensichtlich verletzt. Im Folgenden jetzt erst einmal die Stelle, an der der Moderator offensichtlich lügt und auch noch Partei ergreift. Danach ein paar Worte dazu, danach das ganze Interview und eine Gesamtbetrachtung, was die Strategie des Moderators war und was Bernd Baumann vielleicht hätte tun können. Was man vielleicht noch hätte anders machen können. Björn Höcke ist kein Rechtsextremist. Wer sagt das denn? Das sagt der sogenannte Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist ein Büttel der Innenminister. Die Verfassungsschützer sind Teile der Innenministerien. Den Verfassungsschutzbericht stellt immer der Innenminister vor. Das ist sein Bericht. Und die Innenminister in Deutschland sind SPD und CDU. Das sind Parteipolitiker. Die missbrauchen den Verfassungsschutz. Der ist nicht unabhängig wie das Verfassungsgericht oder der Rechnungshof. Und die Bürger wissen das doch mittlerweile. Die glauben das doch nicht mehr. Das sind doch Kniffe der Altparteien. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch, was Sie da sagen über den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz erkennt bei Ihnen viele Positionen, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegenlaufen. Diese Positionen sind rechtsextremistisch und Sie sagen, diesen Rechtsextremismus gibt es nicht. Oder was sagen Sie? Das behaupten Sie vom ZDF und der Verfassungsschutz behauptet das auch. Das ist Unsinn, das ist Quatsch und die Bürger sehen das anders. An uns ist nichts Extremistisches. Wir wollen die Grenzen schützen und wir wollen unsere kulturelle Identität in Deutschland erhalten, wie in allen westlichen Ländern. Bernd Baumann stellt die unverrückbare Tatsache fest, dass der Verfassungsschutz dem Innenministerium unterstellt ist, dass Personal in Abhängigkeit zu den Ministerien steht. Weil natürlich die Ministerien Personal entlassen können, wie es ihnen gefällt. Damit ist vollkommen offensichtlich, der Verfassungsschutz ist nicht unabhängig. Genau wie Bernd Baumann es beschrieben hat, im Gegensatz zu anderen Institutionen, wie beispielsweise Gerichten. Es ist so, dass die großen Medien, vor allem auch die öffentlich-rechtlichen, suggerieren, der Verfassungsschutz wäre eine Instanz wie das Bundesverfassungsgericht, wo unabhängige Urteile garantiert sind. Der Moderator erklärt, das wäre falsch, wischt es ohne Begründung zur Seite und klärt in der Folge auch noch, die AfD sei rechtsextrem und ergreift damit Partei, was gegen den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen verstößt. Der Trick des Moderators ist hier, er tut so, als sei das eine Selbstverständlichkeit. Dabei hat das bis jetzt nur der Verfassungsschutz festgestellt in den jeweiligen Bundesländern, der abhängig ist. Es ist vollkommen klar, dass es so ist. Da müssen wir gar nicht mehr drüber diskutieren und ich stelle das jetzt hier fest. Was hier passiert, ist offensichtliche Manipulation. Der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist es, unparteiisch den Parteien auf die Finger zu schauen und kritisch zu hinterfragen. Der Moderator macht hier genau das Gegenteil. Er täuscht mit vollem Bewusstsein die Öffentlichkeit, indem er Narrative des Verfassungsschutzes ungefragt übernimmt. Schauen wir uns jetzt in der Folge das ganze Interview an. Jahresrückblick und Ausblick politisch auf das kommende Jahr mit den im Bundestag vertretenen Parteien und Gruppen. Heute der letzte Teil und an der Reihe ist jetzt die Partei, die dieses Jahr einen ganz guten Lauf hatte. Aus Hamburg zugeschaltet der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann. Guten Morgen, Herr Baumann. Ich grüße Sie. In einem Satz, Herr Baumann, wie war 2023 für die AfD? Wir sind der Gewinner dieses Jahres, der politische Gewinner und wir werden auch im nächsten Jahr zu den Siegern gehören. Da stehen ja die Landtagswahlen an und da sind wir schon mit Abstand die stärkste Partei im Osten Deutschlands. In Gesamtdeutschland sind wir die zweitstärkste Partei. Also wir sehen sozusagen zuversichtlich in das kommende Jahr und freuen uns schon auf die Wahlen. So, jetzt haben Sie schon einige Wahlen angesprochen, Herr Baumann. Gehen wir mal chronologisch vor, mit Blick auf 2024 im Juni erstmal die Europawahl. Der EU-Austritt, der steht inzwischen zwar nicht mehr in Ihrem Wahlprogramm, aber für Björn Höcke muss, Zitat, diese EU sterben, damit das wahre Europa leben kann. Lassen Sie das so stehen? Das ist jetzt ein bisschen deftig ausgedrückt, rhetorisch, wie die anderen Parteien das auch machen für ihre Anliegen. Sicher ist, die EU, wie sie jetzt besteht, hat so viele Schwächen, dass das so nicht weitergehen kann. Die kann ja noch nicht mal ihre eigenen Grenzen schützen. Das ist ja ein Desaster. Da muss sich viel ändern, das ist damit gemeint. Wir wollen die EU auf ganz neue Beine stellen. Die Nationalstaaten müssen wieder mehr Kompetenz zurückbekommen. Das darf nicht alles von Brüssel aus dirigiert werden. Das ist das, was wir wollen. Eine Neuaufstellung der EU. Aber natürlich müssen die europäischen Völker ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Das wollen wir und so muss es auch werden.
Von der Europawahl zu den drei Landtagswahlen im Osten. Laut Umfragen könnten Sie in Thüringen, Sachsen und Brandenburg jeweils stärkste Kraft werden. Zum Regieren braucht es aber Partner. Mit wem würden Sie denn gern? Wer käme in Frage, Herr Baumann? Man muss ja erst mal sehen, wir haben im Osten Deutschlands, gucken wir uns nur Thüringen an, die erste Wahl, haben wir mittlerweile 34% in allen Umfragen. Die SPD, die Kanzlerpartei, hat 7%. Nee, das wir ist sind ja bekannt, fünf, Herr Baumann. Ich fünfmal, hatte ja gefragt, sind fünfmal mit wem Sie so stark regieren möchten, wenn Sie wir dann... Sind, das hängt ja erstmal von den Kräfteverhältnissen. Wir sind fünfmal so stark wie die Kanzlerpartei SPD in Thüringen in der ersten Landtagswahl. Und die Wähler werden einen Wechsel erzwingen, so oder so. Wenn die CDU noch sagt, sie möchte sich weigern, dann ist ja klar, sie hat ja, ich bin ja im Bundestag, da sieht man das, alle unsere migrationspolitischen Begrenzungspunkte hat sie übernommen, hat sie sich zu eigen gemacht. Wegen dieser Gründe, Grenzkontrollen, Abschiebungen, sichere Drittstaaten, hat sie eine Brandmauer errichtet, weil das rassistisch und fremdenfeindlich sei. Das hat sie ja alle Punkte selber übernommen. Herr da gibt es überhaupt keinen Grund mehr. Ja, das heißt, die CDU muss früher oder später mit uns zusammenkommen, sonst wird sie es zerreißen. Das sind die Aussichten. Nun hat aber gestern der Generalsekretär hier bei uns in der Sendung das Ganze nochmal bekräftigt. Die Brandmauer stehe wie eine Eins, hat gestern der Generalsekretär hier bei uns gesagt. Also was machen Sie mit Ihren Mehrheiten, wenn keiner mit Ihnen regieren will? Das liegt ja dann an den anderen. Wir sind eine starke Partei, wir sind eine starke Fraktion. Die anderen müssen sich uns anpassen und das wird so oder so geschehen. Was soll die CDU denn machen, wenn sie sich weigert? Da muss sie mit SPD, Grünen, Linken koalieren. Was sagen denn die CDU-Wähler dazu? Im Bund behauptet die CDU, wir machen jetzt eine konservative Migrationspolitik und da koaliert sie mit den Grünen und mit der SPD. Das werden die Wähler abstrafen. Da bricht die CDU zusammen auf Dauer. Das heißt, sie kann es nur rauszögern. Die Demokratie bestimmt, wer regiert, der Bürger und der Wähler und nicht die CDU. Ja, wir kennen das Spiel, Herr Baumann. Sie strotzen wirklich vor Selbstbewusstsein, haben gerade auch die Umfragewerte noch mal hervorgehoben. Was passiert mit der Bundes-AfD, wenn die Thüringer AfD mit Björn Höcke tatsächlich so abschneidet, wie gerade prognostiziert? Björn Höcke ist ein Rechtsextremist. Rückt die gesamte Partei dann nach rechts außen? Björn Höcke ist kein Rechtsextremist. Wer sagt das denn? Das sagt der sogenannte Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist ein Büttel der Innenminister. Die Verfassungsschützer sind Teile der Innenministerien. Den Verfassungsschutzbericht stellt immer der Innenminister vor. Das ist sein Bericht. Und die Innenminister in Deutschland sind SPD und CDU. Das sind Parteipolitiker. Die missbrauchen den Verfassungsschutz. Der ist nicht unabhängig wie das Verfassungsgericht oder der Rechnungshof. Und die Bürger wissen das doch mittlerweile. Die glauben das doch nicht mehr. Das sind doch Tricks, das sind doch Kniffe der Altparteien. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch, was Sie da sagen über den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz erkennt bei Ihnen viele Positionen, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegenlaufen. Diese Positionen sind rechtsextremistisch und Sie sagen, diesen Rechtsextremismus gibt es nicht. Oder was sagen Sie? Das behaupten Sie vom ZDF und der Verfassungsschutz behauptet das auch. Das ist Unsinn, das ist Quatsch und die Bürger sehen das anders. An uns ist nichts Extremistisches. Wir wollen die Grenzen schützen und wir wollen unsere kulturelle Identität in Deutschland erhalten. Wie in allen westlichen Ländern gibt es Schwesterparteien zu uns. Nicht ein Land, nicht eine Partei im anderen Land käme auf die Idee, unsere Partei vom Geheimdienst bespitzeln zu lassen. Das gibt es nur in Deutschland. Ich bedanke mich für Ihre Auskünfte, für die Position, wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Das war der erste parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann. Vielen Dank. Die Anmoderation war betont freundlich und neutral tunend. Zunächst darf Bernd Baumann erklären, oder erklärt der Moderator, die Umfragewerte der AfD sind sehr gut, sie hat einen sehr guten Lauf. Und er stellt eine belanglose Frage, wie ist die Aussicht für die AfD 2024? Er weiß die Antwort selbst. Natürlich, die Umfragen sind gut, die Aussichten sind gut. Jetzt steigert sich langsam der Moderator. Er fängt an mit der Frage, ja, mit wem wollen Sie koalieren? Und jetzt ist die Falle die, dass Bernd Baumann sagt, ja, mit der und deren Partei. Und dann kommt der Moderator aber damit, dass ja keiner mit der AfD koalieren will. Und was ist jetzt das Problem dabei? Das heißt, Bernd Baumann gesteht den anderen zu, koalitionsfähig zu sein. Und er wertet damit die Parteien auf. Also er sagt, die AfD möchte mit der und der Partei koalieren. Damit sind es legitime demokratische Parteien. Die anderen aber sagen, die anderen Parteien und auch der Moderator später selbst, die AfD sei rechtsextrem. Das heißt, die AfD ist nicht okay, die anderen sind okay.
Aus meiner Sicht wäre die richtige Antwort gewesen, sehr zurückhaltend zu sein. Man könnte es so sagen, wir sind bereit zur Koalition, obwohl wir große Bauchschmerzen haben. Wir sehen hier bei den anderen Parteien große demokratische Defizite. Sie haben gegen uns gehetzt, sie verhalten sich undemokratisch, sie verletzen die Interessen Deutschlands. Aber wir wollen die Demokratie nicht blockieren. Wenn es sein muss, koalieren wir. Wir wollen natürlich die absolute Mehrheit und wir streben das an und wir erreichen es auch, weil die Politik der anderen Parteien, sie ist allgemeinwohlschädigend. Es ist eine verheerende Politik. Der Deutschland wird ruiniert. Aber ja, weil wir konstruktiv sind, wir stehen nicht im Wege, aber wir streben natürlich eine eigene Mehrheit an. Das wäre aus meiner Sicht eine Antwort gewesen, wo man zwar sagt, man möchte koalieren, weil man das Land voranbringen möchte, aber wo man die Defizite der anderen möglichst stark aufzeigt. Das muss immer mitschwingen. Man darf auf keinen Fall versuchen, sich irgendwie einzuschleimen, indem man kein negatives Framing betreibt. Weil die anderen betreiben das negative Framing umso härter. Und wenn man die anderen aufwertet und man selbst wird abgewertet, dann wertet man sich selbst ab. Weil wenn man die anderen aufwertet, dann macht man sie stärker. Und dann zählt das, was die anderen sagen, mehr. Das heißt, wenn man jetzt den anderen zugesteht, dass es demokratische, koalitionsfähige Parteien sind und diese Parteien dann sagen, die AfD ist rechtsextrem, mit denen koalieren wir nicht, dann macht man diese Aussage umso stärker, weil man ja selber es legitimiert hat. Also man hat ja die Parteien und ihre Vertreter legitimiert. Es geht dann weiter mit dem Björn Höcke-Zitat über Europa. Und hier skandalisiert der Moderator dieses Zitat auf unzulässige Weise. Und es ist jetzt so, Bernd Baumann widerspricht und sagt, das Zitat, das ist vielleicht deftig formuliert, aber es ist unsere Position und hat das ordentlich begründet. Also er hat sich, aus meiner Sicht hat er sich gut dargestellt, hat das ordentlich begründet. Aber das Problem hier ist aus meiner Sicht, dass er nicht die Aufmerksamkeit auf den Moderator gelenkt hat, was er hier gemacht hat. Weil die Skandalisierung dieses Zitats von Björn Höcke, sie ist unzulässig. Natürlich, aus meiner Sicht, die Vokabel sterben ist ungünstig. Weil es ist eine Vokabel, die negative Suggestion weckt. Und das Problem ist, wenn man etwas Negatives sagt, also wie so eine Vokabel, die aber jetzt auch mit in keiner besonderen Verbindung steht, dann fällt das Negative auf einen selbst zurück, weil es eine negative Vorstellung ist. Wenn jetzt natürlich die Grünen beispielsweise sagen, die AfD ist rechtsextrem, dann fällt das nicht auf die Grünen zurück, weil es wirkt im Gegenteil wirkt es positiv, weil sie sich über Unrecht aufregen. Sie sagen ja, hier sind böse Leute, wir regen uns über das Böse auf. Und wenn man sich über das Böse, über das Schlechte aufregt, dann ist man selbst gut. Aber wenn man jetzt so eine negative Vokabel nutzt, wie sterben, dann wirkt dieser Vorteil nicht. Also wenn man jetzt natürlich zum Beispiel sagt, die Grünen ruinieren Deutschland, wir finden die Grünen oder die Grünen sind antidemokratische Hetzer, wir regen uns darüber auf, ich reg mich darüber auf, ich will nicht so sein, ich will besser sein. Dann fällt das nicht negativ auf einen zurück, weil es fällt im Gegenteil positiv auf einen zurück, weil man gegen Ungerechtigkeit ist. Und das ist auch ein Defizit bei der AfD, dass sie sich nicht trauen, das zu machen, weil sie denken, das fällt negativ auf sie zurück. Sie denken, ich sage nichts Negatives und ich betreibe kein negatives Framing. Natürlich ist es immer wichtig und richtig, im Tonfall gemäßigt und freundlich zu sein. Aber es kommt darauf an, was man sagt. Man muss eine Themenlenkung betreiben. Es ist die Frage, wie man die Aufmerksamkeit lenkt. Also wie hart man ist. Und wenn man jetzt wie Bernd Baumann oder wie viele AfD-Vertreter, man nicht die Aufmerksamkeit auf den Moderator lenkt, man sich nur selbst verteidigt. Man sagt, ja, wir finden das gut. Oder man sagt vielleicht, die Regierung ist blöd. Aber das Problem ist, die Regierung, die Medien sind das Entscheidende. Weil über die Medien funktioniert alles. Die Medien betreiben das Framing, die AfD ist rechtsextrem. Wenn die anderen das jetzt allein sagen würden, das hätte keine Auswirkung. Aber wenn die Medien das verbreiten, so wie es jetzt die Öffentlich-Rechtlichen, die großen Medien einhellig verbreiten, dann wird daraus eine Realität. Und das ist extrem gefährlich. Und deswegen, die Medien sind das Hauptproblem. Das Problem ist, weshalb die Demokratie in Deutschland nicht funktioniert, sind nicht die anderen Parteien, es sind die Medien. Im Gegenteil ist es ja so, dass CDU, SPD, sie wissen alle ganz genau, zum Beispiel CDU steht in Abhängigkeit von FAZ oder die konservativen Strömungen in Europa, beispielsweise in Schweiz die NZZ. Aber auch die FAZ berichtet sehr einseitig über bestimmte Narrative. Und das wissen natürlich die ganzen CDU-Leute und werden faktisch von der FAZ gelenkt. Oder weil sie wissen, die Wähler
lesen FAZ. Die FAZ betreibt aber zum Beispiel beim Ukraine-Konflikt Propaganda. Das durchschauen die Leser nicht. Also können wir nicht Position beziehen zum Allgemeinwohl Deutschlands, weil die Leute durchschauen das nicht und die wählen uns dann nicht mehr. Es geht jetzt so weiter, dass der Moderator ganz freundlich und nett tut, dabei es aber als Selbstverständlichkeit hinstellt, dass die AfD rechtsextrem ist, das sogar selbst einfach sagt, so tut, als wäre es vollkommen klar und die Aussage von Baumann verneint, dass der Verfassungsschutz in Abhängigkeit der Innenministerien ist und auch das Framing betreibt, dass es Quatsch ist. Und das Problem ist, dass aus meiner Sicht Bernd Baumann der Widerspruch zu zaghaft ist. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Moderator sagt die Wahrheit oder er lügt. Und wenn er lügt, dann ist es ein völliger Skandal. Und dann ist die Art, wie Bernd Baumann antwortet, inadäquat. Weil wenn das eine Lüge ist, dann ist es ein vollkommener Skandal und das muss sich dann bei Bernd Baumann widerspiegeln in seinen Aussagen. Das heißt, er muss dann offensichtlich machen, Sie haben jetzt hier das und das gemacht, Sie verfehlen Ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag. Da sagt er natürlich immer noch freundlich, aber er lenkt auf jeden Fall die Aufmerksamkeit darauf, dass der Moderator hier gelogen hat und er seinen Auftrag verletzt hat mit seinen Aussagen. Bernd Baumann hat aber nur gesagt, es stimmt nicht. Was natürlich auch wichtig ist, zu sagen, das sagen Sie, das stimmt nicht, dass wir rechtsextrem ist, aber er müsste sagen, das ist ein Skandal, dass Sie das sagen. Das ist vollkommen, das macht einen vollkommen fassungslos und das ist undemokratisch, wenn sowas stehen bleiben kann. Also wenn jetzt der Moderator seine Aussage nicht korrigieren muss, sich nicht entschuldigen muss, dann ist vollkommen offensichtlich, dass wir in keiner funktionierenden Demokratie leben. Das kann Bernd Baumann genauso sagen. Das muss er auch genauso sagen, um glaubwürdig zu sein. Weil bei der Antwort, was denken die Leute? Die denken, na gut, der Moderator, es sagen alle, die AfD ist rechtsextrem. Bernd Baumann sagt jetzt, er ist nicht rechtsextrem. Er regt sich aber auch nicht drüber auf, besonders, dass der Moderator das sagt. Oder er reagiert nicht entsprechend darauf. Also wenn es jetzt eine Lüge wäre, dann müsste er ja anders drauf reagieren. Er tut es aber nicht, also ist Aussage gegen Aussage, es wird dann schon was dran sein. Weil es sagen ja so viele, die können sich ja nicht alle täuschen. Und es ist dann, das können wir uns nicht vorstellen, aber es ist nicht in der Fantasie der Zuschauer, dass sie sich vorstellen können, dass alle ein Kartell bilden und dass dieses Narrativ, die AfD ist rechtsextrem, das vorbringen und sie damit gezielt eine Realität erschaffen. Es wird dauernd wiederholt, es geht ins Gehirn. Und natürlich, jetzt denken die AfD, das ist vollkommen verrückt, wir gewinnen natürlich vor Gericht, aber selbst die Gerichte geraten dann unter Druck. Und aus meiner Sicht, deswegen muss man die Medien oder auch jetzt hier die Öffentlich-Rechtlichen, man muss die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass sie ihren Auftrag nicht erfüllen, im Interview selbst. Wenn nur das im Auge des Zuschauers eine glaubwürdige Reaktion ist und alles andere wirkt entweder unglaubwürdig oder schwach. Also auch selbst wenn sie jetzt Bernd Baumann glauben, dann wirkt es trotzdem irgendwie, dann merken die Zuschauer, dass es sich nicht traut, dieses Fehlverhalten als solches zu benennen. Damit wirkt Bernd Baumann schwach. Das ist faktisch so. Es wirkt nicht überzeugend. Und aus meiner Sicht, Bernd Baumann, statt am Anfang ewig zu erzählen, wie gut die AfD dasteht, also anscheinend bei der AfD und bei den anderen Parteien, die Leute denken, es ist jetzt ganz wichtig, sich selbst gut darzustellen, die positiven Umfrageergebnisse herauszuheben, dass man augenscheinlich einen Lauf hat. Weil man darauf spekuliert, die Leute sind Mitläufer, wenn es bei der AfD gut läuft, dann werden die anderen dann auch auf den Zug mit aufspringen. Und dann muss man nur hervorheben, wir sind jetzt gerade, bei uns geht es ganz steil bergauf, wir sind hier total en vogue, wir sind in Anführungszeichen, und dann spekuliert man darauf, dass die Leute so primitiv sind und deswegen dann auch AfD wählen. Und aus meiner Sicht, das geht nicht auf. Sondern man wirkt dann eher so wie so ein nicht selbstbewusster Staubsaugervertreter, der ein Produkt andrehen will. Also es ist vollkommen offensichtlich und es wirkt dann auch bemüht, man gibt dann dem Moderator die Gelegenheit, Bernd Baumann abzuwürgen. Also er sagt, ja gut, das habe ich doch schon gesagt. Und es stimmt ja auch, das hat er auch schon gesagt, dass die AfD in Umfragen gut dasteht. Und das war auch nicht die Frage. Und dann kann er Bernd Baumann abwürgen. Und Bernd Baumann will dann noch was sagen. Er versucht es noch irgendwie an den Mann zu bringen. Und die Zeit hätte man besser nutzen können. Also aus meiner Sicht, das bringt, vielleicht bei manchen Leuten bringt das was, aber es bringt, denke ich, viel zu wenig. Sondern entscheidend ist, dass man das Rechtsextremismus-Framing angreift. Weil es geht hier darum, die AfD zu verbieten und die Bevölkerung darauf vorzubereiten. Die Bevölkerung wird jetzt systematisch an den Gedanken gewöhnt, dass die AfD verboten wird. Das äußern immer mehr Politiker
Das macht ja auch dieser Moderator, indem er erklärt, die AfD ist rechtsextrem. Einfach frank und frei das erklärt. Das heißt, die Bevölkerung, es wird jetzt von allen immer vorgebracht und die Bevölkerung wird daran gewöhnt, dass es ein Verbotsverfahren gegen die AfD gibt. Und deswegen muss er in die Vorwärtsverteidigung gehen mit diesem Framing. Weil er kann davon ausgehen, oder jeder AfD-Vertreter kann jetzt davon ausgehen, dass das Framing in jedem Interview kommt. Jedenfalls kann Bernd Baumann gleich in die Vorwärtsverteidigung gehen und beispielsweise sofort, wenn das mit dem Björn Höcke-Zitat kommt und diese Aussage skandalisiert wird, kann er sofort in die Vorwärtsverteidigung gehen und kann sagen, sie skandalisieren das. Das ist nicht rechtsextrem, das ist ein normales Zitat und es ist unzulässig, was sie da draus machen. Gleich in die Konfrontation, die sowieso kommt, gleich vorangehen und gewinnen, indem man feststellt, dass es unausgewogen ist. Die Behauptung, die AfD ist rechtsextrem, ist unausgewogen und dann kann man den Bürger dazu auffordern, gucken Sie sich unser Programm an, gucken Sie sich die Originaltöne an, der Vorwurf ist unausgewogen. Die Behauptung ist eine Lüge, überzeugen Sie sich. Gucken Sie unser Programm an, schauen Sie unsere Reden an, schauen Sie unsere O-Töne an. Ich kenne jetzt nicht 30.000 Mitglieder, aber entscheidend ist, unser Programm sind die Reden unserer Spitzenleute. Die können Sie angucken, machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Und wie gesagt, am Ende natürlich die Aussagen des Moderators über die AfD und den Verfassungsschutz, da müsste er das sofort in den Mittelpunkt stellen, diese Aussagen von dem Moderator. Es ist aber natürlich so, dass das natürlich das Trick des Moderators war, Bernd Baumann am Ende damit zu überrumpeln. Und eben genau zu verhindern, durch seinen höflichen Tonfall und das Eingelulle vorne dran, eine adäquate Reaktion darauf zu verhindern. Und man muss natürlich immer daran denken, wenn man selbst in der Situation ist, man weiß ja nicht, was passiert. Jetzt im Nachhinein, ich habe das Video jetzt ein paar Mal gesehen, dann kann ich natürlich einfach sagen, man hätte jetzt das und das machen müssen. Es geht aber darum, dass man natürlich es nicht perfekt macht, sondern dass man sich das anguckt. Man kann jedes Mal versuchen, ein Stück umzusetzen. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, sich Ziele zu setzen und sich zu überlegen, was wird der Moderator machen, welche Ziele verfolgt der Moderator. Wenn ich jetzt Aussagen mache, welches Ziel verfolge ich? Und ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis richtig? Weil jede Aussage kostet Zeit. Und mit den Umfragen, dass die gut sind, dass die AfD gut dasteht, ist es die Zeit wirklich wert? Ist der Nutzen davon so groß, dass es sich lohnt, das lange zu thematisieren und in den Mittelpunkt zu rücken? Aus meiner Sicht, sowas muss man sich vorher überlegen. Und sich überlegen, was ist wichtig? Was müssen die Leute wissen? Auch, dass man aufklärt. Hier hätte man mehr Informationen unterbringen können, die großen Medien nicht berichten. Man kann selbstständig Themenlenkungen betreiben, beispielsweise auf die Ukraine, über die anderen Parteien, dass sie das Allgemeinwohl nicht vertreten und so weiter und so fort. Es sei aber trotzdem gesagt, natürlich, es ist nicht einfach, in so einem Interview zu bestehen. Und natürlich kann man dann immer Verbesserungsvorschläge machen. Aber wie gesagt, es wäre es aber auch wichtig, dass man sich vorbereitet. Man sich wie beim Militär überlegt, was sind die Schachzüge, was sind die Ziele und das generalstabsmäßig vorher plant. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.